ich darf Sie ganz recht herzlich heute hier bei uns im Museumszug der Landeseisenbahn Lippe begrüßen. Mein Name ist Raphael Kahlert, ich bin heute hier eingeteilter Zugchef, bin der junge Mann mit der roten Schärpe, werde aber tatkräftig unterstützt von meinen beiden Azubis und natürlich von unserem Service-Team, allen voran Service-Chefin Cilly Hausdorf, die mit ihrem Team wieder einiges aufwehrt, um Ihnen heute Abend ein schönes Erlebnis zu bereiten. Sie sehen es, das Wetter ist gut. Das gibt jetzt schon mal den ersten Applaus. Das habe ich bei Petrus für uns bestellt. Wir werden jetzt auf den ersten 6 Kilometern gut 100 Höhenmeter nach Everdissen hinauf überwinden. Da sind ganz schön starke Steigungen drin. Bis zu 1:40. Sie werden merken, wie es den Berg hinauf geht. Und das Essen gibt es dann auch erst in Everdissen. Denn wenn Sie alle jetzt schon volle Bäuche haben, dann kommen wir den Berg bestimmt nicht mehr rauf. Ja, meine Servicekollegen werden Sie jetzt gleich am Platz mit Getränken versorgen. Ich sage im Sinne der Eisenbahner, guten Durst. Und da wir sagen eigentlich immer eine Handbreit Wasser über dem Kessel bei der Dampflok, interpretieren Sie das, wie Sie wollen. Bitte beachten Sie, die Außentüren besitzen keine elektrischen Türblockierer während der Fahrt. Also seien Sie da achtsam. Und halten Sie sich bitte nicht auf den Wagenkupplungen auf, wo die Fläche am Arbeiten sind. Dort besteht Verletzungsgefahr. Ja, schlussendlich wünsche ich Ihnen dann eine angenehme Reise nach Dörntrup. Sie sind dieses Jahr die Ausgewählten. Es ist die erste und die letzte Fahrt, denn wir sind dann ab Ostern von Brückenbauarbeiten betroffen für die Nordumgehung Bahntrupp. Da wird es keine Fahrten ins Begertal geben. Also genießen Sie den Luxus dieses Jahr. Sie sind die Ersten und Einzigsten, die bis Dörntrupp dieses Jahr fahren. Im Sommer dann nur bis Bahntrupp. Dann wünsche ich Ihnen jetzt eine angenehme Reise. Der schlägt seit 2000 elektrisch, alle Viertelstunde, das Glockensignal. Bis 2000 war das noch mit einem schönen alten Handseil und da musste gebimmelt werden. Und unser Opa hat mir immer erzählt, er musste damals als Sattler in der Lehre den Lederriemen neu machen für Gut Bullenhausen und für Gut Rickhoff weiter unten im Extratal. Ja, und dann gehen wir jetzt langsam auf die Alberdisser Rampe zu. Wir haben jetzt nochmal eine lange Gerade, da wird unser Lokführer jetzt noch einmal aufbeschleunigen, dass wir ein bisschen Schwung bekommen und dann jetzt die S-Kurve in die Steigung hinauf nach Alberdissen. Werte Reisende, wir haben dann jetzt Alberdissen erreicht, die bis höchst gelegene Eisenbahnstation, 261 Meter über dem Meeresspiegel. Bitte rechnen Sie in Dezimeter um, dann halten wir mit den 1000 an in der Schweiz mit. Und jetzt wird gleich das leckere Essen ausgegeben. Bitte laufen Sie nicht alle gleichzeitig zum Buffet. Durchgewinkt, die uns zur Extratalbahn.
Die Strecke hatte noch Bedeutung bis 2000 im Güterverkehr. Über Lage Lemgo sind große Getreidezüge reingekommen bis Warntum. Und hier in Warntum von den alten Elektroloks aus dem Jahr 1927 den beiden Oldtimern übernommen worden und dann nach Ritteln Süd gefahren worden. In Ritteln Süd war ein großes Getreidelager, was zu Zeiten des Kalten Krieges, wenn es zum Ausbruch gekommen wäre, die Bevölkerung mehrere Monate hätte versorgen können. Das ist dann um die Jahrtausendwende aufgegeben worden. Da ja der Kalte Krieg dann vorbei war, und so hat unsere Eisenbahnlinie dann letztendlich an Bedeutung verloren. Es ist unserem Verein zu verdanken, dass hier heute noch Betrieb stattfindet. Wir konnten auch die beiden alten historischen Elektroloks aus der Gründerzeit der Bahn erhalten. Mit denen sind wir dann am Osterwochenende wieder unterwegs. Ja, wir haben jetzt im Bahnhof einen kurzen Aufenthalt zum Sichern der Straße. Ich möchte Sie bitten, im Zug zu bleiben. Es geht dann gleich weiter auf die sogenannte Megatalbahn Richtung Nürnberg. Jetzt können Sie noch mal links schön das alte Empfangsgebäude sehen von Bahnhof. Das ist heute der Kulturschuppen der Stadt. Ja, ist so. Aber nicht mit dem Ich jetzt einfach mit der großen Ölkanne rum.
hoffe, Ihnen hat es heute Spaß gemacht mit uns. Kommen mal wieder. Und es kommt dem guten Zwecke der Dampflok zu, damit wir dann in 2 Jahren auch wieder schön mit Dampfbetrieb fahren können. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Sie haben hier Spaß mit mir heute. Sie mussten ja mit mir auf jeden Fall nehme ich. Was ist das denn? Wir sind aktuell dabei, unsere Dampflok wieder zu machen. Ich komme hier fest nur noch Sparkasse. Komm mal nicht jetzt nächste Woche. Oh ja. Der Boden ist doch fertig, wenn Sie das schon schmeißen. Ja, kannst du mir. Strich durch mal 50 Euro. Weiß man, Deutschland. Stimmt, ne? Ja. Das ist auch mal die Regierung. Aber ich sage Ihnen eins. Im Himmel gibt es kein Bier, jetzt kriegen sie doch ein Bier. Ja. Ne? Da geht der Sonntag auch sehr schnell. Stimmt. Ich fahre am dritten Punkt mit dem Block und dann machen wir das Problem. Kein Problem, wir kommen zum Essen. Und jetzt drei hat gegeben, nachdem wir 1-1 schon gelaufen hätten. Das Spiel war noch nicht ganz vorbei. Lenz? Oder wen du hier? Mein Mann hat auch so eine. Ja.